Für den heutigen Effekt darfst du irgendwo Stopp sagen. Stopp. Natürlich, um dir eine Karte zu wählen. Du hättest dir natürlich auch diese Karte wählen können. Ist ganz logisch. Du hast dich jetzt aber für diese Karte entschieden, die hier wieder zurück in die Mitte des Spiels kommt. Dass wir deine Karte ordentlich im Spiel verlieren. So, und jetzt mache ich Folgendes. Wenn ich nämlich jetzt einmal schnipse und eine magische Bewegung über das Kartenspiel mache, dann springt deine Karte auf wundersame Weise ganz nach oben. Was, das war nicht deine Karte? Dann pass mal auf, vielleicht war das hier ja deine Karte. Nein. Auch nicht? Ich hab's, dann streich ich mal mit der Pik 2 über die Kreuz 8 und schon haben wir hier die Pik 3 zu liegen. Ja. Hoffentlich deine Karte. Das war der Kartentrick. Wenn er dir gefallen hat, dann schreib's mir doch in die Kommentare oder gebe mir einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal, dein Magic Eric. Ciao.